Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem Kiko-Haul. Ja, ich war bei Kiko, ich habe die Glamour Shopping Week dann wenigstens noch bei Kiko ausgenutzt, weil sonst habe ich es auch wieder verplant. Aber immerhin, ich war bei Kiko. Und was ich da gekauft habe, das seht ihr jetzt. Die Preise schreibe ich euch wie immer in die Infobox und ja, wir starten einfach mal. Es gibt ja im Moment bei Kiko diese Limited Edition mit dem Namen Ace of Diamond. Und da habe ich mir einen Lippenstift mitgenommen. Ich finde die Verpackung halt auch super, super schön. Das ist die Nummer 21. Allein die Details. Hier vorne ist das noch so ein bisschen verziert. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt über die Kamera überhaupt gerade sehen könnt. Und er sieht auch super schick aus. Ich zeige euch das jetzt am besten. So, er ist eben goldfarben, hat eben Kiko drauf gemacht und Ace of Diamond und hier eben nochmal diese Dreiecke, wie man es eben auch auf den Karten findet. Und ja, ich mache ihn mal auf. Die waren übrigens alle wunderschön, am liebsten hätte ich alle mitgenommen. Und das ist die Farbe und die swatche ich euch selbstverständlich. Die sind alle semi-matt und das ist die Farbe und ich fand die einfach toll. Und ja, musste ich mitnehmen. Es gab noch so ein helleres mit so Korallschimmer. Hat mich ein bisschen an Nas Orgasm erinnert. Aber ich habe mich dann doch für diese Farbe entschieden. Dann habe ich mitgenommen einen Kiss Balm, Pearly Lip Balm. Sieht so aus. In der Farbe Blueberry. Die hat da auch alle möglichen verschiedenen Farben. Und das nehmen so eigentlich Lippenpflegestifte mit einem Hauch Farbe und die fand ich auch super schön. Da gab es auch verschiedene Farben. Es gab auch noch so ein Orange, das fand ich super schön. Es gab ein helles Rosa, es gab Nude-Töne und ich habe mich eben wie gesagt für diesen hier entschieden. Ich finde die Verpackung auch wieder sehr schön und der Lip Balm sieht so aus. Den swatche ich euch einfach auch nochmal nebendran. Wie gesagt, das ist ein Lip Balm mit leichter Farbe. Da könnt ihr den jetzt sehen. Kann ich mir aber super schön vorstellen. Ja, darum habe ich ihn auch mitgenommen. Als nächstes habe ich mir einen Eyeliner mitgenommen von Kiko. Ich komme ja normal mit solchen Eyelinern mit Pinselchen nicht so gut zurecht, aber ich fand die Farbe einfach toll. Das ist die Farbe 111. Sieht so aus. Swatche ich euch auch. Und das ist einfach so ein Graphit, dunkelgrau, sah einfach schön aus und ich habe sowas nicht. Ich habe eben nur schwarz und einen blauen, den ich aber nicht verwende, weil er sich immer oben absteppelt. Und ich hoffe einfach mal, dass Kiko das gut gemacht hat und dass das sich nicht absteppelt wird. Und dann habe ich noch zwei Lidschatten mitgenommen und zwar einmal einer dieser billigeren Eyeshadow-Lidschatten in einem wunderschönen Grün in der Farbe 107. Die kommen ja in so einer Verpackung. Schade, dass sie alle keine Namen haben, ne? Und das hier ist die Farbe. Und toll, oder? Und selbstverständlich swatche ich euch den auch noch, obwohl ich eigentlich gar nicht reinfassen möchte. Ohne Base wieder. Ich hoffe, man sieht's. Fand ich toll, weil der eben irgendwie noch so ein bisschen goldenen Schimmer drin hat. Und ich habe so einen Cream Eyeshadow von Manhattan, der, glaube ich, fast die gleiche Farbe hat. Und ja, ich weiß nicht, ich fand die Farbe einfach toll. Und dann habe ich noch einen dieser Water Eyeshadows mitgenommen. In der Nummer 219. Das sind Lidschatten, die man eben trocken und feucht auftragen kann. So. Und die sehen so aus. Fand ich auch total schick. Und die haben eben ein Spiegelchen hier. Und das ist die Farbe. Der erinnert mich absolut an Nas Orgasm. Ich werde ihn euch selbstverständlich swatchen. Und das ist diese wunderschöne Farbe. Ist eben irgendwie so ein Peach, aber auch wieder mit einem Goldeinschlag. Ja. Ein Traum. Ja, und das waren die Sachen, die ich bei Kiko geshoppt habe. Und
Ja, ich bin super zufrieden mit allem. Die Sachen sind wunderschön und ich bin froh, dass ich sie innerhalb der Glamour Shopping Week gekauft habe, weil ich habe 4,94 € gespart. Ich zeige euch mal eben hier die Zwischensumme. Ich habe insgesamt für alles jetzt 19,76 € gezahlt, was ich vollkommen in Ordnung finde für die Menge, für die Qualität. Und ja. Ursprünglich hätte ich sonst 24,70 € gezahlt und so war es einfach perfekt. Und ja, mein kleiner Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!